Und herzlich willkommen zu Let's Play Terraria. Wie ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen habt, haben wir beim Bossmap richtig abgekackt. Und somit wird diese Folge ziemlich farmlastig. Deswegen, wer nicht sehen will, wie wir farmen, am besten die Folge überspringen. War aber, das ist halt einfach nötig, weil wir, habt doch gesehen, wir haben ihn nicht mal ein halbes Leben gezogen, sind eiskalt abgekratzt. Kann ich mal wieder die Minions, Marvin? Ja. Was wollte ich nochmal aktivieren? Ich brauche die Gleiter noch und die Minions habe ich schon an. Wo ist das Lichtmachding? Die Kugel. Bis zum Licht machen. Das hier und das hier macht Licht. Das Bett werde ich wieder mitnehmen, das braucht niemand. Was müssen wir nochmal fahren? Back to base. Du hast einen Spiegel, aber ich nicht. Wo habe ich meinen liegen lassen? Verdammt doch mal. Was wollten wir nochmal fahren? Schrumbarren und das ganze Zeug. Also ich werde doch mal rausgehen. Weil wenn ich jetzt hier zurücklaufe, dann würde es noch länger dauern. Ein paar Pumpkins. Dominik, du bist dabei. Dein Job ist, die Pumpkins zu machen. Und vielleicht im Dungeon noch mal ein paar Ektoblaster zu farmen. Du farmst mit die Barren, Junge. Ja, ich sagte, du gehst auch in Dungeon Ektoblaster zu farmen. Ich werde jetzt in den Dungeon gehen und wir versuchen vielleicht noch ein paar Schrumbarren anzueignen, damit Dominik auch mal eine gescheite Rüstung bekommt. Ich meine Dschungel. Diese Dschungelbarren, diese grünen, ja. Ihr werdet wohl wissen, was ich meine, damit ich meine Rüstung auch hergestellt habe. Ist es Anfang oder Ende der Nacht? Musst du gucken, wo der Mond steht. Müsste aber Ende sein. Ja, so. War müsste Ende sein. Dort nächste Nacht können wir den Pumpkin Mond machen. Hast du noch genug für einen? Pumpkin. Nächste Nacht musst du mir halt Bescheid sagen, wann Nacht ist. Das kann sich ja unser Pumpkin-Feld mal angucken. Ich glaube, das hat er schon gesehen. Dass alles voller Pumpkins ist. Jo. Also Leute, beim Boss-Mob, das einzige Item, was ich von den 5 haben will, ja droppen kann, ist... wie war das nochmal? Achso, ja genau, die Flügel. Was? Ich will nur die Flügel von dem Bossmap haben. Ja. Weil es die besten Flügel im Spiel sind. Ach, gönnst du mir? Nö. Für dich hat's schon den Beschwörungsschaben, den ganzen Shit. Und Basti kriegt den Bogen, den er hat. Den es noch gibt. Was brauchen wir nochmal für den Pumpkin Moon? 10 Barren, also diese Hellout Bars. Wo ist die Hellout Bars? In der Kiste, da haben wir noch genug da. Ich hab 3 Stück. Welche Kiste? Die unten, die meine Kiste. Meine Kiste. Da wo die Ärzte drin gelagert sind, direkt in den Crafting Tables. Wer braucht das schon? Was du da noch brauchst, sind 5 Ektoplasma und glaub 30 Pumpkins. Ja, wo ist die Ektoplasma? Wo ist Ektoplasma? Ich hab keins. Ja, also da kannst du nichts herstellen. Hast du keine? Doch, ich hab welche, aber ich bin nicht einfach so bin. Dann musst du in den Dungeon gehen, so lang farmen. Boah, 5 Ektoplasma, 10 Bar und 30 Pumpkins. Ja. Ich habe ja schon einen hergestellt. Du hast noch einen. Da, du hast noch einen da. Was? Du hast noch einen da. Ein Spawner, nein.
Ah, ich sagte, ich habe einen hergestellt, nicht zwei. Achso, ich verpiss. Hellout-Bars sind gleich weg. Reicht nur für drei Spawner. Ich weiß, also die Hellout-Bars zu kriegen, also das ist jetzt wirklich das Problem sein. Lass uns erstmal die drei Spawner, die paar Spawner abbrauchen. Dann wirst du schon sehen, ob wir noch welche brauchen oder nicht. Was? Drei Stück, mehr kann ich nicht herstellen. Das reicht erst Anfang, habe ich gesagt. Ich bin hier gerade dabei, dir ein paar Schwungbarren zu fahren. Also keine Schwungbarren, du weißt, was ich meine. Frag mich nicht, wieso ich immer Schwungbarren dazu sage. Ich dachte, du hast doch irgendwo Ektoplasma gelagert. Ja, im Speicherraum, da lagere ich immer alles. Selbstsüchtiger. Basti. Hallo, Basti, bist du überhaupt noch da? User in your channel timed out. Etwas verlassen. Vielleicht kommt er wieder. Er kommt nicht wieder, hast dich doch. Doch, er kommt wieder. Nein, oder nicht? Das ist doch schon meine Nachricht. Wir müssen sowieso erst, bevor wir den Boss verbacken. User entered your channel. Hallo, es Basti. Hat uns verlassen. Kannst du auch. Was machst du eigentlich? Was ist eigentlich deine Aufgabe jetzt in der Aufnahme-Session hier? Was willst du farmen? Basti? Ja, ja. Was willst du in der Aufnahmesession farmen? Keine Ahnung. Ich bin hier gerade dabei, einen Wurm zu suchen und ein paar Schrumbarren zu sammeln. Genau, Basti kann im Dschungel ganz viele Monster töten. Was bringt mir das? Du kannst dann einen Piranha farmen. Die Chance, dass der spawnt, dafür bräuchte ich Pumpkin nun. Da hat er recht. Deswegen machen wir den Pumpkin auch in dem, hier in dem Gebiet. Deswegen, das braucht er nicht tun. Du kannst aber in den Dungeon gehen, vielleicht da noch ein paar Typen farmen für die Spawner, für den Golem Spawner. Wir brauchen ja auch noch, wir brauchen ja auch noch ein paar Golems. Wo riecht mein Golem Spawner her? Aus dem Tempel. Respawnen die oder was? Nein. Spawnen die Typen die oder die? Oder? Ja, haben eine Chance drauf. Was musst du den Golem eigentlich machen? Weil es da noch ein paar Item hat. Wie zum Beispiel das Golem-Auge für Basti Sniper. Was bringt ein Golem-Auge? Das kann er mit dem einem Teil zusammen machen, um seinen Sniper-Rifle zu verbessern. Also seinen Sniper-Scope zusammen machen, meinst du? Ja. Damit er besser scopen kann. Nein, damit er mehr Schaden, dass er mit der 10% mehr Schaden auf seinem Scope hat. Und 10% Schaden sind halt 10% mehr Schaden. 10% mehr Schaden braucht niemand. Alter! Was ist? Ich hab hier, bevor ich im Dungeon überhaupt einmal gekämpft habe. Du hast doch die ganze Zeit auch überlebt. Ja, wenn da ganz viele Arschspiele fallen sind und einfach runterrennst. Ein Wurm! Oh, jetzt muss ich den noch fangen. Oh, das Ding hat überhaupt keinen Knockback. Oh doch. Aber es schießt langsamer. Alter, wenn der Typ irgendwo in der Ecke ist, wo man sich erst reinbauen muss, triffst du ihn niemals. Er muss auf der gleichen Höhe sein wie du, sonst kannst du ihn gar nicht fangen. Weil wenn du eine Lücke drin hockst, du kommst gar nicht an ihn ran, bevor er verschwunden ist. Du musst der Problem. Welches? Die spawnen kein Ektoplasma. Die haben keine 100% Chance, das zu droppen. Das ist halt, deswegen nennt man es auch farmen und nicht bekommen. Oh, natürlich. Wie wär's, wenn du auch die Barren farmst? Ich bin doch hier gerade bei den grünen Barren farmen. Deswegen, ich mache das gerade im Pilzbiodom, weil da man die Pilz. Wenn man da die Barren besser sieht, als wenn ich jetzt im normalen Dschungel fahren würde. Ich habe bis jetzt gefarmt schon 99. Oh. Ja. Hast du schon? What the fuck? So viel? Wo kriegst du das ganze Ohr her? Viel mehr wird sie aber nicht mehr haben.
wie viel Baren kriegst du aus so viel raus? Aus 100 Ohr kriegst du 20 Baren. Was? Ja. Brauchst 5 Baren, 5 Ohr für ein Baren. Das ist effizienter. Mit 3, mit 2 oder so? Nein. Bei dem. Das ist das Schwerste zu farmen. Da brauchst du einfach so Massen. Brauchst du einfach eine Masse. Ich brauch 35 allein für den Bauchpanzer. Deswegen habe ich mich bei Basti auch beschert, wie er so viel, dass er 6 zu 4 Schrumbaren hergestellt hat. Wieso hast du eigentlich 6 zu 4 Schrumbaren hergestellt, Basti? Auch eigentlich noch die Ektoplasma-Flügel danach. Jetzt brauchst du jetzt aber immer Ektoplasma-Flügel. Brauchst jetzt erstmal eine Rüstung. Flügel hast du ja schon. Da auch eine Pumpkin-Bomb-Rüstung. Cookie-Rüstung. Der holt dir doch das Zeugs mal. Dann muss ich mal halt farmen gehen. Ohne Farm bekommst du halt nichts. Damit was denn du? Basti, ich habe immer noch nicht verstanden, was du gerade machst. Bist du jetzt in den Dungeon gegangen oder bis heute mal Team Grün gehen, dass ich weiß, wo ihr seid? Damit ich halt mit dem Zeitweg mache, was ihr macht. Nein, ich weiß immer noch nicht, was Basti macht. Was machst du gerade? Ich bin unterwegs zu dir. Achso. Dann bring Höhlenforschertrank mit. Bitte? Bring einen Höhlenforschertrank mit. Ich hab 2. Schön. Warte mal, Marvin, gib mir eine Sekunde, ich muss dir mal was zeigen, dass sie kein Polnisch reden sollen. Die sollen kein Polnisch reden! Basti, jetzt hör auf mit so einer Scheiße. Was ist eigentlich der Wurm verschwunden? Ja. Schade. Bauen wir noch einen Wurm oder was? Ja. Die sind nicht gerade oft, Dominik. Doch, oft genug. Thank you.
Oder warte, Basti. Ja, du gehst die Angel farmen am besten. Nö. Wieso nicht? Wer geht dann die Angel farmen? Mach du es, ich hab keinen Bock, ich farm gerade das erste für Dominik. Jetzt müssen aber nicht zwei machen. Ich weiß nicht mal, wie man die Mission beim Angler macht. Das ist mein Problem. Muss es einfach im Weg nachlesen, wo es den Fisch gibt. Kann man leider nicht. Problem Dutch gibt, es gibt einen Gegner, wo in deinem Sichtfeld spawnt. Welcher? Der Magier. Der teleportiert sich zu dir. In deinem Sichtfeld, nein, der spawnt da. Ich komme halt. What the fuck, wo kommen die ganzen Gegner überhaupt her? Aus dem Nichts. Keine Ahnung. Es wird gerade Nacht, haben wir genug für ein Pumpkin Moon, Dominik? Was ist? Kommt ihr mal alle zurück, wir machen schnell eine Runde Pumpkin Moon. Wo? Dschungel oder was? Ja, geht ihr schon mal vor, ich komm gleich nach. Habt ihr schon Bett gestellt? Nein, noch nicht. Wo ist die Hellos? Ja, wer hat die Hellos Bars mitgenommen, Leute? Welche Hellos Bars? Was meinst du? Die Hellos Bars. Alle! Hat keine mehr. Hast du schon ein paar Big Moons hergestellt? Ja, ich hab schon die drei Stück. Basti, jetzt kommen wir endlich wieder rein und spielen ganz normal mit. Was du immer auch nebenbei machst. Du sagtest, wir spielen jetzt, also spielen wir jetzt. Und dann machst du nichts nebenbei, Basti. Brüchen weg. Ich habe Movement-Shirt, das war niemand. Gemein. Fuck, wann bin ich gestorben überhaupt? Hast du einen fliegenden Dingen? Wer hat das Bett aufgestellt? Jemand! Das ist ein ganz Problem, ich brauche eins. Beschwör schon mal den Pumpkin Moon, Domdick. Es fängt eh in schwache Wellen an, das brauchen wir wieder. Jetzt, die Nacht hat gerade angefangen. Beschwör den Chase Pumpkin Moon jetzt endlich. Danke. Wo habt ihr das Ding jetzt gespawnt? Die spawnen eh immer bei uns. Die spawnen auch bei mir, bei den Leuten. Ja, die spawnen überall. Dann musst du einfach schnell genug zu uns kommen. Das ist noch die erste Welle, da passiert nichts Schlimmes. Das ist eine Sache. Marvin, komm mit dem Grün. Stimmt, ich bin ja gerade rausgegangen. Ich baue noch schnell meine Augen. Marvin, du hast ja zwei Augen. Warum willst du noch welche haben? Ich meine die Zwillinge. Ich weiß, das ist nur ein Spaß. Jetzt kommen schon die Baumsäpplinge, die auch schon ein bisschen Holz tropfen können. Wo sind die Saplings? Da fliegt was.
Basti, du wolltest die Bahnbinden besorgen, okay? Dann gehe ich schon mal mit dem Angler angucken nach dieser Nacht. Wir werden Dominik einfach beide Rüstungen besorgen. Er kann sich raussuchen, welche besser ist. Entweder mehr Minions oder mehr Gegner. Ja, mehr Mana halt. Das ist halt einiges besser, wenn wir... Dominik hat gesagt, damit wird das ganze Team geheilt. Das wäre einfach... Nein, der, der wo wenigstens Leben hat, kriegt das Leben. Ohne Scheiß? Ja. Das ist dann... OP. Das ist OP, deswegen dann kannst du... Weil er einfach so übel schnell sagt, viel Schaden macht. Nee, das ist dann einfach OP, weil ich einfach so viel Leben zurückkriege, dass ich nicht sterbe. Weil ihr werdet ja sowieso nicht angegriffen, wenn ihr aufpasst. Weil ich putte ja die Gegner auf mich. Genau. Deswegen ist es... alle wegtanken. Dann kann ich ja noch mehr tanken. Natürlich. Weil der Typ hat mir einfach 50 Schaden pro Hit gemacht, so viel reich ich leider nicht. Wie viel Ohr habt ihr eigentlich? Ich habe 30... Ja, ich habe... Ich habe 27 Barren rausgekriegt. Der Blitz, Baum. Wo ist der Baum? Der Spray, der bringt mich um. Zu mir, Baum. Leute, ihr müsst sagen, wo die Bäume sind. Die Bossmobs sind für mich da. Ihr nehmt die Schwachen, okay? Ne, die Bossmobs, die können wir auch töten. Du musst die nur tanken. Sag, wenn... Die Bomber muss ich töten, weil die Wellen tauchen auf, wenn du die Bossmobs getötet hast. Die kleinen Minions sind dann egal. Da ist noch einer. Tötet ihn! No escape! Wer hat diese Scheißwand hier gebaut? Die ist ja schon ewig da. Das ist der Weg hoch zu gewesen zum Farm der Seelen. Ich krieg dein Leben zurück, das ist das Problem. Lass mich das Leben! Lass mich die hatten! Baum beim Bett, Marvin! Baum ist auch bei mir! Die scheiß durch die Wand, Nails! Die Baums müsst ihr selber kriegen! Ist reingekommen! Leute, ihr müsst die Bomben selber kriegen. Der steht beim Spawn, Junge. Ja, ich hab mir selber gerade einen. Ich kann jetzt nicht zwei Typen gleichzeitig machen. Ich bin tot. Gut, sag, ich hab keine Minions mehr, ich hab verloren. Ich frag mich, wieso du die Minions die ganze Zeit da haben musst. Weil du die ganze Zeit nicht mitgespielt hast. Ich sterbe. Alter. Ey, der läuft in den Tod mit dem Spawn. Marvin, töte diesen Baum. Ich muss hier weg, schnell. Dominik, ich schmeiß den Stab raus. Liegt hier, liegt oben. Wo? Oben liegt er. Am Spawn leicht überhalb, da liegt der Stab. Hast du ihn, Dominik? Ja. Gut. Alter, wie alle in mich reinspringen einfach und ich kann mich nicht heilen. So Leute, ich muss mich gerade um den Pumpkin kümmern, der ist viel härter als die anderen. Ich mache mir den Pumpkin-Typen vorne und ich und Dominik schaffen ganz gut. Schaffen die kleinen Typen nicht. Das war doch mal letztes Mal. Das war doch letztes Mal genauso stark. Wie viele Leben hatten der noch? Der hat noch genug Leben. Ich glaube, ich brauche 600 Holz, glaube ich, ungefähr. Oder 700 ungefähr für die Rüstung. Hast du ihn getötet? Ja, das kommen aber gleich zwei neue. Zwei. Wo sind die Bäume? Keine Ahnung, sag, wenn die Pumpkins spawnen. Die Bäume kriege ich. Nehmt ihr. Nein, du musst die Bäume töten. Die sind viel wichtiger als die Pumpkins. Pumpkins spawnen nämlich kein Holz. Da oben ist Holz. Holz, Holz, Holz. Ich sehe gerade Holz. Wo?
Was ist die oberste Priorität? Ich sehe nicht mehr so einen Baumtyp. Okay, was auch gut wäre, wenn Beschwörungsschriftrolle. Dann kannst du einen Minute mehr haben. Steh mal, scheiß Lindwurm, du stehst mir im Weg. Leben! Marvin! Ja? Alle leben auf der Sonne. Da, zum Leben, da lebt noch, da liegt noch. Reicht aber nicht. Was ist das, scheiß kopfloser Reiter? Oh ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Letzte, als ihr letztes Mal wart, ich bin tot. Ja, yeah, wir hatten noch keine Pumpkins. Was? Wir haben es bei der halben Nacht angefangen. Na, spring durch die Wand, ist mir fair. Wie viele Leben hat der? Sag viele. Die Nacht ist vorbei, oder? Ja. Was habt ihr? Kommt mal zu mir. Ich habe ein Platin-Münze in der Nacht gefarmt. Das kann auch sein, dass es von uns noch ein bisschen was ist. Leute, was ich noch gefarmt habe, ist hier... Marvin! Ja? Das ist mein. Ich bin tausendmal gestorben und da lag ein Platin die ganze Zeit rum. Hier, jetzt 155 Holz. Halt alles so... Ich bitte mein Platin wieder. Ja, bitte. Danke. Oh, das ganze Holz. Ich habe nur noch kein Holz bekommen. Marvin, ich hab das hier gefunden. Bitteschön. Hab die Gäste gefunden. Wie komm ich denn nicht mit das Holz? Basti hat das Holz, immer noch. Basti, gibst du mir dein Ohr, dann gehe ich schon mal gucken, wie viel Rüstung ich mir herstellen kann dafür. Danke. Ich werde wieder zurückgehen. Nein, hast du noch Holz im Inventar? Das habe ich Basti gegeben. 150 hatte ich. Das war mein Bett und jetzt werde ich kurz zurückgehen. Am nächsten Nacht müssen wir es nochmal machen. Das wird jetzt ein bisschen, wie schon gesagt, farmlastig. Wir werden nächste Nacht nochmal versuchen, diesen Pumpkin Moon zu machen. Wieso lebe ich noch? Wieso lebst du noch? Die Typen machen immer mit einem Schlag mir 80 Schaden. Alter. Das. Ich brauche noch insgesamt noch 200 Holz. Das hört sich doch gut an. Du hast dein Holz da liegen lassen. Was hab ich? Da sind 500 Holz liegen da. Ach so, die 500 Holz. Live wird. Ja, du kannst den Poisonstab noch verbessern. Du brauchst. In was? In einen Spinnstoff, der stärker ist. Ein Poisonstoff und ein Spinnenstoff. Der stärker, keine Ahnung. Ey, ist das ein Ernst? Da kann Außenwasser einfach rausspringen? Increase Mana by... Mana using 5% mehr, die Damage erhöht maximal... willst du mehr Damage oder weniger Mana Verbrauch haben, Dominik? Was? Mehr Damage oder weniger Mana Verbrauch? Wie weniger Mana Verbrauch? Nee, du kriegst ihn mit mehr Rüstung, den hier oben. Ja.
Und dann den Bauchpanzer. Gut. Welche Rüstung machst du ihm gerade? Nee, ich hab geguckt, was es gibt. Hast du die operative Rüstung? Ich will noch einen Frostmod machen. Und was macht der? Keine Ahnung. Was ist. Basti, Dominik, einen Helm habe ich dir schon mal hergestellt. Einen Bauchpanzer. Ja. Was fällt dir noch? Barren oder Ektoplasma? Barren, nur noch. Goddammit. Und diesen Wellenstab hätte ich auch gerne, wenn es noch Barren hat. Was hast du mir hergestellt? Hä? Was hast du herstellen können? Einen Helm und einen Bauchpanzer. Also Helm Bauchpanzer hast du hergestellt. Helm? Bauchpanzer so rum, egal. Ich gehe mal kurz im Internet was nachgucken. Der Reisenhändler ist da. Ich weiß. Flügel gibt's da eine eigene Fabrik. Ich wollte mal gucken, Wings genau. Was gibt's da für verschiedene Wings? Welche sind besser? Die Spooking Wings und die Sandwings sind genau gleich gut. Die Wings haben eine Flughöhe von. Achso, die Geschwindigkeit ist gleich schnell. Und die Höhe. Marvin, kleine Anwertung aller Sets. Kleine. Ich hab 53 Armor. Haben wir irgendwo noch Flugseelen oder habt ihr die schon alle verbraten? Die sind alle bei mir. Dann hätte ich gern. Welche? Welche denn? Wie viele? Für ein paar Flügel. Mach dann bitte 3 Gold. Aber die, 3 Gold sind echt ist das Allerwenigste, was man eigentlich verlangen kann. Die Flügel von dem Boss-Mob, damit kannst du doppelt so hoch fliegen als mit den normalen. Oh. Meine. Hm. Wie wollen wir abstimmen, wer die kriegt, wenn wir die finden? Wie bekomme ich? Nö. Doch, du kriegst den Bogen, wenn wir den bekommen, und dann mit die Magierstäbe. Ja, es gibt auch noch eine Keule, die für dich gut ist. Deswegen werden wir es irgendwie entscheiden. Die kriegst du aber nicht direkt dumm, Marvin. Oh, wie sehr extra Fakten möchtest du? Dreh deinen Kopf und ruste. Hm? Basti, hast du noch die Angel? Die brauche ich doch dann mindestens, wenn ich die farben soll. Ja, aber ich habe erste Würmer. Hm? Wieso Würmer? Die kann ich mir holen. Ja, und woher willst du die kriegen? Ich habe keine Ahnung, wo man die kriegt. Hm. Hier bekomme ich gleich Würmer. Ich brauche noch dieses. Was jetzt? Hast du noch grüne Waren gefarmt oder? Ich hatte die doch alle Dominik Marvin gegeben. Achso. Hat er die schon benutzt oder? Ja. Diese Waren brauchen wir noch. Musst du nachgucken. Warte, ich geh mal kurz nachgucken, wie viel wir noch brauchen. Wie viel liegen noch in der Kiste drin, Dominik? Weiß ich nicht. Mama. Geh mal nachgucken. Wir brauchen die Schuhe noch. 18 haben wir. 13 Stück brauchst du. 13 mal 6 musst du rechnen. 80 waren circa. 80 Ohr brauchen wir auf jeden Fall noch. Und ich geh angeln.
Das müssen wir hier. Wie viel schon, wie kriegt man die denn, Marvin, die Würmer? Du, es gibt doch solche Steine auf der oberirdischen Welt. Da können Würmer drin sein. Und dann musst du mit dem Catcher die fangen. Dann geh du farmen. Ich geh die fangen. Ich geh die Fische farmen. Was gehst du? Ich geh die Fische farmen. Ich habe aber keine Lust mehr, die Barren zu farmen. Du hast die Höllenforschertränke. Hab sie nicht. Hast du aber geschackt. Ein Glück. Kommt doch jetzt endlich mein Wurm da raus. Oder mache ich da was falsch? Die ganze Zeit kamen doch so Würmer raus, wenn ich die so abgebaut habe. Was brauchst du denn ab? Solche Steine. Komm, join mal Team Grün. Ach stimmt. Basti, geh doch. Ich will mit den welche Steine nochmal. Warte mal. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich geh noch gerade noch gucken, ich habe noch keinen Wurm gefunden. Ich will wissen, welche Steine es sind, mehr nicht. Die ganz normalen, die in der oberirdischen Welt sind. Hast du alles in Pelzwürmer verwandelt oder was? Hä? Nein, nö, du, Teil, trotzdem das Ohr bleibt bestehen, Dominik, das Ohr bleibt bestehen. Das Zeugs habe ich, das kannst du gut farmen. Ich meine, das sind ganz normale Steine. Eigentlich, wo dann Würmer rauskommen. Ich habe aber noch keinen gefunden, deswegen bin ich gerade misstrauisch. Habe ich nicht was falsch gemacht? Die Würmer bleib mal kurz stehen. Ich will mal sehen, welche Steine du meinst. Die ganz normalen Steine, die auf der irdischen Welt wachsen. Was kann da rauskommen? Normale Würmer. Ach so, ganz kleine Steine oder wie? Ja. Ah, einen gefunden. Die können beim da rauskommen. Beim ersten Versuch. Beim ersten Versuch, Marvin. Problem ist, ich habe immer noch nichts, was Licht macht. Ja, ich habe ein paar Würmer schon gefunden. Noch einer. Ich habe Würmer 4 Stück. Habe es 3. Wer ist denn da leicht zu finden, Marvin? Was ist da? Du sagst, du findest hier gerade keine Best, deswegen misstrauisch. Ja, jetzt brauche ich noch eine Angel. Hab eine Angel bei mir. So mit Marvin? Mhm. Was? Was Marvin? Ja. Ein Schleim hat einfach meine Piraten-Map gedroppt. Ein Schleim. Brauchen wir aber nicht. Komm weiter farmen. Marvin, alle Steine, guck doch hier die hier auf. Und da ist einer. Bin du ganz leicht welche? Marvin, jetzt gib mir deine Tippen. Ich wusste nämlich nicht, wie man die farmt, deswegen hab ich auch keine Ahnung gehabt, wie man die kriegt. Du hast Kescher gebraucht. Spiderfish. I saw a fish in the head. Dex. Yo. Antwort aber. Kann da auch unter normalen Steinen sein, einfach, unter ganz kleinen. Weiß ich nicht. Basti, geh mal in die Spinnenhöhle. Da muss, wenn da Wasser ist, geh da angeln. Du brauchst einen Spinnen. Wieso? Brauchst einen Spinnenfisch. Hier hast du mal kurz gucken. Da sind deine Würmer. Spinnenfisch brauchst du gerade. Ja, ich geh gerade gucken, ob wir irgendwo irgendwo Wasser drin haben. Nein, da ist kein Wasser, da ist auch kein Wasser. Oder geh mal im Wiki gucken, wo man den herkriegt am besten. Ich hab Plantera gefunden. Spawner gefunden. Wozu brauchen wir Plantera? Die droppt nichts mehr Gescheites. So ist das? Warm. Kopf. Was mein ich? Fisch. Kategorie Fisch. Leute,
Jetzt lass in den Dschungel gehen, Pumpkin Moon. Nein, ich habe keinen Bock, Marvin. Nein. Doch, oh. Habe ich die Rüstung fertig, mindestens eine. Einmal noch, Basti. Nein. Okay, dann machen wir es später. Wie heißt der bitte, der Fisch? Spiderfisch. Oh mein Gott, was ist das bitte für ein Fisch? Geh doch einfach zur Quest. Oder taucht der Typ auf? Den gibt's hier nicht. Nee, denn das ist auch so ein Eventfisch. Da stehen meistens nicht im Wiki drin. Doch, warte, da gibt's ein paar. Was ist ein Eventfisch? Doch, da doch, Marvin, den gibt es hier. Der wird hier angezeigt. Okay, und wo findest du den? Guide Voodoo Fisch, ist der in Ernst? Warte, ich mir auch gerade durch. Untergrund, Caves. Aber nur im Wald findest du den. Nur im Wald. Was ist Wald? Nur im Wald, habe ich gesagt. Im Untergrund oder in Caves. Ja, dann such ihn. Na, okay. Krieg mal deine Angel, krieg mal deine Teile, Marvin. Die Würmer hast du schon von mir, ich bin schon wieder farmen gegangen. Wo liegen die denn? In deinem Inventar. Ja, wo hast du die hingelegt? Ich hab sie direkt auf dich draufgeschmissen. Und wo stand ich da? Die hast du eingesammelt, das habe ich gesehen. Du hattest 5 Würmer von mir gekriegt. Achso, okay, ja, wundere ich mich jetzt nicht vom 10er. Also ich bin im Wald. Irgendwo Wald ist, muss ich hin. Ja, wir haben kein einziges Waldstück mehr. Doch ganz am Ende haben wir noch einen. Da müsst ihr im Untergrund fischen gehen. Das ist sowas von nervig, wenn man was farben will. Wieso? Was ist nervig? Es ist so sackschwer, das Zeug überhaupt zu finden. Und dann muss noch, noch 20.000 Gegner töten. Bei was? Oh, wenn du Erze haben willst. Ja, ich geh auch. Und du findest ja auch nichts. Es gibt nicht dieses verdammte Ohr. Marvin, hilf ihm mal. Ich fahr da schon grad Ohr. Oh. Ich hab sogar den Höhlenforscher dran gesoffen. Und hast du schon was? Ja, ich hab schon ein paar. Wie viel? Ein paar, 52. Ja, ungefähr so viel wie ich. Hast du auch 52? Fast 50, ich hab 25. Das reicht trotzdem, Bass. Wenn ich die jetzt noch abgewarmt habe, hier reicht es. Ja, da haben nicht zufällig Vollmond, oder? Nein. Doch haben wir. Dann sollten wir nämlich keine Werbe für uns bauen. Ein bisschen mehr wäre auch nicht schlecht, dann kann ich mir nämlich dieses Poison-Ding machen für 14. Nein, Dominik, das dauert. Hört sich nice an, doch. Doch man, das hört sich gut an. Wenn du es hier farmst, locker gerne. Ich hab's meine Rüstung, ich benutze meine dafür. Fick dich.
einfach mal in den Untergrund gehen. Und die Sammel One-Hit machen. Müsste reichen. Einmal ganz tief unter die Erde gehen. Wenn ein Fischer, du musst hier brauchen einfach ein paar Missionen. Wir brauchen halt die Hotline Road, um diese Fischer zu fangen, die ihr wolltet. Für diesen einen Feuertrank. Was müssen wir machen? Wir brauchen eine Hotline Road, um mit Lava zu angeln. Ey, wie tief muss das Minimum sein, zufällig? Hä? Wie tief muss das Minimum sein, damit man da angeln kann? Bei was? Beim Fischen. Keine Ahnung, Fischen kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe nur im Internet nachgelesen, dass man für eine dass man um Lava zu angeln eine Hotline Rod braucht und die Fische, die nur in Lava gibt. Wie kommt denn eine Hotline Rod? Angelquest machen. Achso, Angelquest, und wie oft mal Angelquests? Indem man die bestimmten Fische angelt. Er sagt immer in welcher Location, dann musst du angeln. Ich lasse einfach Wasser reinfließen in dieses Teil und dann kann ich da unten machen, weil ich bin ja im Untergrund, vielleicht funktioniert's. Ich hab nochmal Terraspawner. Was willst du wieder mit Lanterra? Keine Ahnung, ich hab Terraspawner gefunden. Na, die Zeit kam es noch und das muss noch reichen. Dann hast du wie viel? Hast du genug oder musst du mal dafür mitverwenden? Weiß ich nicht. Wie viel gibt's noch mal ein? 5 oder 6. Ich glaube eher 6 Stück brauchst du für einen. Eine die Kiste. Ohne Dreck. Hast du gerade gegen den Mimik gekämpft? Ja. Brauch ich ja mal 60 Stück allein für den Stab. Ja, dafür brauchst du ca. 80 Stück. Es ist nicht mal so eben hierher gefarmt. Was? Es ist nicht mal so eben daher gefarmt. Da musst du schon richtig in die Tiefe gehen, das Farming. Lanterra Spawner. Kennt ihr aber nicht. Ich laufe hier weiter durch den Dschungel durch, da ist alles schon weg. Und manchmal, wenn ich Glück habe, zwei Dinger und das war's. Ja, weil Basti schon alles abgefarmt hat. Und ich habe den Rest noch genommen. Müsste eigentlich reichen jetzt für die Rüstung. Ah, hier ist ein See. Reicht das? Ja, ich glaube, es reicht. Gehe ich jetzt einfach mal angeln. Ja, hier kann man angeln. Ein Fisch gefangen. Welchen? Der richtige oder musst du? Einen anderen. Ja, ey, ich angel weiter. Ich habe einen Bass gefangen. Ich hab reingeklopft. Noch ein Bass. Frag mich nicht, was für eine Drop-Chance der Fisch hat. Nicht da. Da. Oh komm, jetzt müssen mich genau die Fliegermäuse ärgern. Jetzt habe ich irgendwas anderes gefangen, aber nicht den Fisch, den wir suchen. Jetzt habe ich einen Spektularfisch gefangen. Was kann der? Keine Ahnung, das ist Material, Marvin. Fische sind eigentlich alles Material, ja, außer die. Noch ein Bass. Wie viel Ohr hast du? Wie viel Ohr? 159. 100 irgendwas? Ja. Back to base! Ich bin gerade immer noch am Suchen eines Fisch, dieses Baitwurms. Irgendwas habe ich jetzt gefangen. Irgendwas habe ich jetzt richtig geil gefangen. Und was denn? Ein Baitwurm? Nein. Ein Rockfisch. Schon seltener steht hier.
Das ist eine Waffe! Ist das deren Ernst? Wir haben was. Quest. Wir sind immer noch beim Spiderfisch. Spiderfisch, also ihr habt das Augenfisch schon gefangen. Nein, das wechselt immer durch. Was ist? Das wechselt immer durch. Oh Marvin, ich blute. Ein Spektularfisch schon wieder. Das ist ein Hammer, Marvin. Der Rockfisch ist ein Hammer. Spinnfisch! Da komm wieder hoch! Marvin, krieg mal bitte den grünen Barren und alles. Okay, Marvin, hab ihn. Mit Ektoplasma bitte. Das liegt in der Kiste. Der Kiste liegt nichts. Doch, da liegt's drin. Wo ist denn der? Und ganz unten rechts liegt's drin. Was soll ich noch? Irgendwas hab ich jetzt gekriegt, Marvin. Irgendwas hab ich jetzt gekriegt. Die Hose brauchst du noch. Ach so, ich hab. Hab irgendein antikes Bait gekriegt, der verbrauchbare Item. Irgendwas macht das. Und das brauch ich jetzt? Musst du gucken. Ja, ich guck grad. Oh Gott, I'm so rich. Even the cave is there's a fishman without a gemstone. Wo ist der? Der Juwelfisch. Und Amber. Okay, der ist nicht sehr wertvoll. Also ist nicht schwer zu finden, steht hier. Und wo kann man den finden? Das weiß ich nicht. Doch, in den Untergrund, Caves, Untergrundwald. Ich bin wieder fischen. How to get live! Funktioniert's dann nicht? Oh nein, die haben die Ektoplasma-Rüstung geändert. Oder der Helm ist der Fall, oder der andere Helm macht einen anderen Effekt. Wieso? Weil das Ektoplasma macht nicht mehr Heilung, sondern macht extra Damage. Das war's, oder wie? Ja, der macht extra Damage am Gegner. Das heißt, du heilst jetzt nicht mehr, oder wie? Ich brauch den anderen Helm. Weil ich habe ja einen anderen Charakter mit einem anderen Helm und der macht nämlich Heilung. Dann hol den Heilung-Helm. Ja, da brauchst du mal. Deswegen kann. Dafür brauche ich aber noch Barre. Ich habe genug gefarmt, Dominik. Du hast den Helm hergestellt. Lass noch mal kommen. Wieso, wie viel Barren hast du noch? Reicht es für den Helm? 12 brauchst du. Da brauche ich Ektoplasma noch. Wie viel Ektoplasma hast du noch? Du brauchst 12. Und ich kann noch ein Minion dabei haben. 6 Minuten haben wir noch. Aber lass mich noch weiter fischen einfach die ganze Zeit, Marvin. Das ist so extrem lange einfach. Okay, Basti wird dann offscreen ein bisschen fischen. Das ist wirklich, dass das wollen die Zuschauer die ganze Zeit einfach nicht sehen, wenn ich die ganze Zeit Fisch farm. Basti, du weißt aber schon, dass der Server beim das lecken wird. Wieso? Weil ich hochlade. Ja, mit dem. Es geht nicht anders, ich muss die Videos ja jetzt hochladen, sonst funktioniert's nicht. Also kriegst du nur noch Wasser oder wie? Marvin, ist es ein Bug oder ist es normal so, dass du auch mit einem Beschwörung zweimal den gleichen Typ haben kannst? Bei dem Twins, ich hab nämlich zwei Laseraugen. Keine Ahnung. Bienenarmee, los! Wir haben da noch 5 Minuten, da werde ich noch einen Ektoblaster farmen können.
Oh, da ist noch eine zweite Sniper. Böse. Was? Ich habe noch eine Sniper gerade gefunden. Nein, Coder. Hast du den Whalefisch gefunden? Hä? Ich hab einen Karton gefunden, Marvin. Ein Karton. Was macht der? Der hat einfach nur irgendwelche Sachen dabei. Irgendwas. Keine Ahnung was. Ich bin voll erschreckt über das neue Fishing-System. Wie funktioniert das Fischen jetzt? Das funktioniert. Noch einen gefunden. Was hast du den Juwelenfisch gefunden? Nein. Lebt so. Kein Ritzel. Mach nur Damage. Nein, bitte den Fisch fangen. Hä? Die Gegner greifen mich an, aber ich werde jetzt den Fisch. What the fuck? Das ist eine siehst du überhaupt diese weißen Striche, wo die Gegner von sich weggehen? Ja. Zwei Ektoplasmen habe ich. Auf Leben noch 2 Minuten. Ein Stinkfisch. Einfach mal Adamitbahn gefunden. Wer braucht Adamitbahn? Gefunden, Marvin, gefunden. Juwelfisch. An die Oberfläche und zum nächsten. Wie viel Ektoplasmen hattest du noch, Dominik? Ich hab noch 8 jetzt. Gut, das reicht. Gut, dann müssen wir hier. Dann sind wir hier mit der Auffertigung. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zur Base. Back to base! Bleibst du? Fuck! Wieso hast du was mitgenommen oder was? Hä? Was sagst du, Plasma? Das hab ich dir gegeben. Ich hab keinen. Du sagtest, du hast genug Barren dafür und alles. Ich hab keine Heilung. Die Sniper behalte ich mal. Ich möchte doch nicht die Sniper eiskalt wegschmeißen. Das ist eine. Nur Sniper. Ein Fisch pro Tag, Marvin. Gebe weg, hat er gesagt. Ich muss noch ein bisschen warten, dann geht's. Ich fahre mich jetzt einfach Würmer. Ja, also Basti. Basti will jetzt sich jetzt ein bisschen festfarmen. Einfach damit ein bisschen mit diesen Fischen vorankommen. Genau, weil wir brauchen eine Hotline Road, um dann die Tränke herzustellen. Ich hab jetzt weniger Rüstung. Ja, und hielst du jetzt? Ich sehe immer noch gleich aus. Hast du den Heilungseffekt, Dominik? Nein, hab ich nicht. Weiß hab ich nicht. Doch, das ist die normale Rüstung. Jetzt zeig doch schnell den Heilungseffekt und dann mache ich die Folge auch zu Ende. Siehst du, Heilungseffekt! Oh Mark, ich hab zwei Fishing-Potion gekriegt. Wir brauchen immer noch die Hotline Road und die Gold Road. Na, aber ich bin nicht dumm, bin auf der Suche nach. Ich bin keine Gegner, die stehen alle zu schnell tot. Ich kann was demonstrieren und dann ist ja alles tot. Bist du, Heilungseffekt! Du lass mich doch erstmal in die Gegner reinrennen, dass ich Schaden krieg. Lass mich mal in die Gegner rein. Ich weiß, dass ich gerade eben noch den anderen Helmband hatte. Der ohne Heilungseffekt. Dominik. Lass mich jetzt erstmal hier ein bisschen Schaden nehmen, jetzt angreifen. Okay, das werden wir nächstes Mal dann beim Mond sehen. Doch, hier sehen Sie, wir kriegen jetzt Leben zurück. Das ist praktisch, wir kriegen mehr Leben aber zurück. Aber ich glaube, mit den Wespen geht's nicht, weil die zu wenig Schaden machen. Egal. Das war's mit der Folge Terraria. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Basti wird jetzt noch ein bisschen Farm offscreen und dann werden wir. Du hast es in 3 Mal gesagt, Mann, das reicht langsam. Ja, ich war noch nicht fertig und wir werden dann
Also er wird die Quest farmen und wenn die Hotline Road bekommen, wird Bastian auch ausmachen. Und dann werden wir die Laberfische dann nächste Folge farmen gehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.